Hallo, ich bin Nagel von Tablety und das ist ein Unboxing-Video der Wireless Powerbank N11, um genauer zu sein, der Mugenizer N11. Und das hier ist ein mobiler Akku, der über die Qi-Ladefunktion verfügt und der kann drahtlos euer Smartphone aufladen, wenn euer Smartphone das unterstützt. Das hier ist auch gleichzeitig der Testbericht, denn so viel gibt es zu dem Gerät nicht zu sagen. Packen wir das doch einfach mal aus. Ihr könnt es bei Mugenpower für 69 Dollar erwerben und das ist auch schon der Akku. Der Karton sieht relativ stabil aus, schön aus Pappe. Das ist der Akku, schauen wir uns gleich genauer an. Was gibt es hier noch? Wir haben eine kleine Betriebsanleitung und zwar auf Englisch. Man darf das nicht aufmachen, nicht deformieren natürlich. Ansonsten ist es relativ selbsterklärend, was man da genau macht. Und zwar, man lädt es einmal auf, dafür gibt es ein mitgeliefertes Ladegerät. Wir haben hier diesen Netzstecker, da kommt das USB-Kabel rein und wir haben hier einen Output von 1500 mAh und der Akku unterstützt diese auch, das heißt, er wird überdurchschnittlich schnell geladen. Normalerweise werden die nämlich mit 1 Ampere geladen, da sind 1,5, ist schon mal deutlich schneller. So, und dann haben wir hier noch ein Micro-USB-Kabel, sollte etwa 1 Meter lang sein, könnt ihr dann ganz einfach diesen mobilen Akku damit aufladen. Das war es auch schon. Viel mehr braucht man dafür eigentlich auch nicht. So, das ist der Akku. Schauen wir uns genauer an. Und zwar, so sieht er aus. Ist nicht so dick. Ungefähr, ein bisschen dicker als das Nexus 4. Ist es dann doch so etwa 1,5 mal so dick. Ist okay. Wiegt nicht so viel, ich schätze mal um die 200 Gramm, besteht aus Kunststoff und zwar aus einem glänzenden Kunststoff hier und hier der Aufkleber, der scheint so eine etwas weichere Kunststoffart zu sein, vielleicht ist es einfach nur ein Aufkleber, ich weiß es nicht genau. Nein, es ist kein Aufkleber, kann man nicht abmachen, ist aber dafür matt, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Auf der Rückseite, die ist matt, hat 4 kleine Füße, sodass es halt nicht so gut hin und her rutscht. Und da steht nochmal das Modell. Wir haben 1,5 Ampere Input, wie ich schon gesagt habe, 1000 mAh Output. Das heißt, das lädt euer Gerät mit 1 Ampere Ladestrom. Das war vor 2 Jahren gängig. Es liegt einfach daran, dass diese Spule einfach Verlust erzeugt. Das ist ganz normal beim drahtlosen Laden. Ansonsten 4800 mAh ist die Ladung des Akkus. Das ist okay. Ihr dürft also so ein Nexus 4 in etwa 2-mal damit aufladen, weil auch hier wieder Verluste entstehen. Also etwa 4000 mAh sind dann letztendlich aktiv nutzbar. Hier ein USB-großer Stecker. Da könnt ihr zum Beispiel ein iPhone-Kabel oder halt wieder so ein Micro-USB-Kabel reinstecken und euer Gerät mit Kabel aufladen. Und hier ein Micro-USB-Stecker, damit könnt ihr diesen Akku aufladen. Und letztendlich haben wir hier noch so einen Power-Button. Da seht ihr nochmal den Batteriestand und was das Rote ist, das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, damit es losgeht, legt man das Gerät einfach drauf. Wir haben hier ein Nexus 4. Das ist Qi-kompatibel. Und ihr habt gehört, es hat ein Geräusch von sich gegeben, ein leichtes Piepen. Und man sieht auch, das Nexus 4 wird geladen. Da oben könnt ihr das sehen. Ja, im Grunde war es das auch schon. Man kann es nicht so hinlegen, dann wird es nämlich nicht geladen. Also man muss schon diese Ausrichtung genau treffen. Einmal entweder nach oben oder halt nach unten zeigend. Quer geht es nicht. Das ist ganz gewöhnlich. Und da sieht man auch schon diese LED. Die zeigt nämlich an, wann das Gerät geladen wird und wann eben nicht. Hier leuchtet es dann grün. Ja, im Grunde war es das. Was mich interessieren würde, kann man gleichzeitig drahtlos das Gerät aufladen und ein anderes per USB. Das werde ich gleich mal testen, um zu sehen, ob das funktioniert. Dann wäre es nämlich gleichzeitig ein duales Ladegerät. Kann man ja mal ausprobieren. Und zwar einmal das Nexus 4. Das liegt auf, wird geladen. Und dann haben wir hier noch ein LG G2. Und wir können mal schauen, auch das wird jetzt geladen. Also man sieht, okay, das Nexus 4 wird geladen. Ich zoome mal rein. Und das wird doch nicht geladen.
aber das LG G2 wird auf jeden Fall geladen. Irgendwie klappt das nicht mit dem Nexus 4. Man sieht, es versucht zu laden, hört dann aber irgendwann wieder auf. Oder doch nicht? Also so ganz zuverlässig scheint es nicht zu sein, wenn zwei Geräte gleichzeitig da dran hängen. Ich kann euch daher nicht versichern, dass es immer funktioniert. Ansonsten, was halt wirklich funktioniert, ist entweder das oder halt per USB-Kabel dran. Per USB sollte es ein bisschen schneller gehen als per Qi. Per Qi dauert es meistens immer so doppelt so lang wie per USB. Ansonsten, in der Tasche ist es vielleicht nicht ganz so bequem, da kann man sicherlich das Ladekabel dranhängen, aber wenn man irgendwo in einer Bar ist oder sowas und dann einfach das Gerät einfach auf dieses Ladepad legt, kein Problem. Und was man auch machen kann, man kann es zu Hause benutzen, einfach hinlegen und per USB an den Strom anschließen. Und dann wird der Akku gleichzeitig geladen, das Nexus wird geladen oder ein anderes Smartphone. Und falls man mal einen Strom zum Mitnehmen braucht, nimmt man einfach das Nexus und das Qi-Ladepad, den Nugison Neisser 11, einfach mit. Also, von daher eine gute Idee, zwei Geräte in einem zu kombinieren. Finde ich klasse, gefällt mir bisher sehr gut. Gibt es für $69 im Jugend Store zu kaufen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ansonsten sagt mir unten in den Kommentaren, wie gefällt euch das Gerät? Wäre das was für euch? Ist es für euch zu labil? Ich finde es wirklich klasse, es gefällt mir gut. Was sagt ihr dazu? Unten in die Kommentare damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Channel. Das war also der Nugonizer N11 im Unboxing und Testbericht. Ich bin Daniel von Tablet.de. Vielen Dank fürs Zusehen.